Wir haben ja gerade was Schönes über Krypto gehört. Da ist der Weg zur Quantenphysik jetzt nicht so weit. Wagte These. Die Bitte. Erstmal zu erklären, was eine Quantenverschränkung eigentlich darstellt. Und dann, was man damit so machen kann. Ja. Genau. Also zuerst erkläre ich ein bisschen was über Licht und dann über die Bellsche Ungleichung. Ja, was ist Licht? Jeder weiß, was Licht ist. Wir haben ja viel in diesem Raum davon. Und Licht hat eine besondere Eigenschaft, das ist die Geschwindigkeit, die sogenannte Lichtgeschwindigkeit. Und das ist zufälligerweise die maximal mögliche Geschwindigkeit in unserem Universum, nach allem, was wir bisher wissen. Es gibt kein Experiment, das irgendwie sagt, man kann Dinge schneller als Licht transportieren. Also keine Informationen. Wenn man jetzt zum Beispiel sich auf irgendein Fahrzeug stellt und da eine Taschenlampe hat, dann bewegt sich dieses Fahrzeug da, und wenn daneben jemand ohne das Fahrzeug steht und eine Taschenlampe hat, dann bewegt die Person sich nicht. Und wenn man statt nach Taschenlampe einen Ball werfen würde, dann würde der Ball halt von dem Fahrzeug aus schneller sein mit derselben Kraft wie als bei der Person, die steht. Bei Licht ist das aber nicht so, das Licht ist immer gleich schnell. Es ändert sich höchstens die Frequenz von dem Licht. Ja, Licht ist einfach nur der sichtbare Teil des elektromagnetischen Spektrums, der elektromagnetischen Wellen. Und elektromagnetische Wellen haben, wie der Name schon sagt, ein elektrisches und ein magnetisches Feld. Und ein elektrisches Feld zeichnet sich dadurch aus, eine Richtung zu haben. Und diese Richtung des elektrischen Feldes nennt man bei Licht dann Polarisation. Ja, bei Quantenphysik ist das Besondere, man hat nicht nur Wellen, sondern irgendwie gibt es auch Teilchen und irgendwie ist das auch noch das Gleiche. Und die Teilchen des Lichtes werden Photonen genannt und die Energie eines Photons ist eben ja, die Planck'sche Konstante mal der Frequenz, und die Frequenz ist eben abhängig von der Wellenlänge. Das heißt, das Photon, das breitet sich aus wie eine Welle mit Polarisationseigenschaften und alles. Aber sobald es irgendwie irgendwo drauf auftrifft und gemessen wird, dann verhält es sich plötzlich wie ein Teilchen. Das heißt, es gibt Fotodetektoren, wenn da ein Photon auftrifft, dann ist das Photon erstmal weg. Weil die Energie von dem Detektor eben benötigt wird, um das elektrische Signal zu veranlassen. Gut, was gibt es noch? Also wichtig ist eben Polarisation von Licht. Und in diesem Fall gibt es hier so ein tolles Bild. Hier gibt es eine einfallende Welle. Und diese Welle geht in diese Richtung. Also die Polarisation des Lichtes ist in diese Richtung. Und der Winkel ist Theta 0 der Polarisation. Und der Polarisationsfilter, der hat auch einen bestimmten Winkel, der lässt einfach nur Licht durch, das exakt senkrecht zur Bewegung, also senkrecht polarisiert ist. Das heißt, sämtliches, es kommt nur der Anteil von dem Licht, also kennt ihr euch alle mit Vektoraddition aus? Also im Prinzip ist Polarisation sowas wie ein dreidimensionaler Vektor. Und ein Polfilter ist so etwas wie ein, wie nennt sich das nochmal? Projektion? Hm? Projektion, genau. Das ist quasi eine Projektion auf eben eine bestimmte Ebene. Das heißt, dass nur der Anteil des Lichtes auch durchkommt, der genau in dieser Ebene polarisiert ist. Und das Ergebnis ist dann eben auch genauso polarisiert wie der Polfilter, nur dass eben durchlässt. Und es kommt halt, die Intensität des Lichtes ändert sich dann eben je nach Winkel. Gut, das Problem ist natürlich, wenn man jetzt anfängt, Licht als Photonen zu beschreiben, dann kommt man ja immer noch auf die Idee, was passiert eigentlich, wenn man nur ein einziges Photon da durchschickt. Weil entweder ist es da oder ist es nicht mehr da. Und dann funktioniert das hier nicht mehr ganz so einfach. Das heißt,
die Intensitätsverteilung wird dann zu einer Wahrscheinlichkeitsverteilung, dass das Photon hinterher wieder rauskommt und dann so polarisiert ist, wie es laut dem Polarisationsfilter polarisiert sein müsste, oder eben nicht. Und statt solchen Polarisationsfiltern gibt es auch noch die Möglichkeit, sogenannte Polarisationsstrahlteiler zu verwenden. Was bedeutet, dass etwas mit einer, das Licht mit der einen Polarisation eben gerade durchgeht und das Licht mit der anderen Polarisation abgelenkt wird. Solche Polarisationsstrahlteiler sind eigentlich so ziemlich das Üblichste, was man in moderner Optik verwendet. Das heißt, jeder kann sehr schnell herausfinden, dass es wirklich funktioniert. Gut, außer Polarisation gibt es dann noch sogenannte Fluoreszenz, was man mit Licht machen kann. Dazu braucht man irgendwie zum Beispiel ein Kristall oder Atome. Und in der Quantenphysik weiß man, es gibt keine kontinuierlichen Zustände, sondern nur sogenannte diskrete Zustände, die Energiezustände. Und Elektronen oder irgendwelche Schwingungsmoden von Kristallen befinden sich standardmäßig erstmal im Grundzustand. Und wenn dann irgendwie Licht auftrifft mit der richtigen Frequenz, dass es genau einen anderen Energiezustand trifft, dann wird diese Schwingung oder was auch immer in den Kristall angeregt. Und diese Anregung und die Erhöhung des Energiezustandes, ja, also physikalische Systeme wollen immer einen möglichst niedrigen Energiezustand haben, das heißt, der Energie wird irgendwann wieder absinken. Aber das passiert dann ja entweder durch Wärmetransport oder eben dadurch, dass wieder Licht emittiert wird. Und Fluoreszenz bedeutet einfach, dass das Licht, was emittiert wird, in einen anderen Energiezustand übergeht, als das, was ursprünglich zu der Anregung geführt hat. Das heißt, wenn man mit hohen Energien Licht draufschickt auf ein fluoreszierendes Objekt, dann kommt es mit niedrigen Energien wieder davon weg. Beispiele sind irgendwelche Materialien, die, wenn man sie mit UV-Licht bestrahlt, plötzlich eine andere Farbe haben. Unsere Tür. Ja, zum Beispiel die Tür, die dann irgendwie grün leuchtet, wenn man UV-Licht draufschickt. Das ist genau Fluoreszenz. Und wie man hier sieht, ist der Endzustand von dem noch nicht ganz erreicht. Das heißt, bei Fluoreszenz gibt es ja die Möglichkeit, dass es nochmal fluoresziert, dass man quasi zwei Photonen bekommt pro Fluoreszenz. Und genau dafür gibt es dann einige lustige Kristalle, die die tolle Eigenschaft haben, dass die zwei Photonen rausschicken, die immer exakt orthogonal zueinander polarisiert sind. Also Beispiele für solche Materialien sind irgendwie Beta-Barium-Borat und Kalium-Dihydrogen-Phosphat. Das ist das, was im Wasser heißt? Wer wusste das nicht? Also, und, ja, der Grund, weshalb die immer orthogonal zueinander polarisiert sind, sind dann eben sowas wie Energieerhaltung, dass die immer genau richtig sein muss. Und ja, wenn man das genau nachrechnet, wird das natürlich etwas komplizierter. Aber experimentell kann man das ja einfach nachprüfen, indem man das viele Milliarden Mal wiederholt, das Experiment, und sich die Photonen anguckt und dann feststellt, die sind immer exakt so orthogonal polarisiert. Gut. Zum Thema Polarisationsstrahlteiler von vorhin gibt es noch was Lustiges zu sagen, wenn man weiß, dass man, also das, was ich hier erklärt habe, das nennt sich Verschränkung, wenn die immer exakt orthogonal polarisiert sind. Und wenn man die jetzt auf einen Polarisationsstrahlteiler schickt, dann ja, passiert genau das, was ich vorher erklärt habe. Der eine wird abgelenkt, der andere geht durch. Gut, wenn man jetzt allerdings dann noch sowas hier mit einem Winkel von 45 Grad das Licht auf den Polarisationsfilter schickt, dann ist es halt zufällig, ob das Photon durchgeht oder nicht. Also ob das dann abgelenkt wird oder nicht, wenn man einen Polarisationsstrahlteiler benutzt. Und das Lustige bei quantenverschränkten Photonen ist eben,
dass das eine Photon, wenn man das eine mit 45 Grad Polarisation auf den Strahlfelder schickt, dass es eben mit 50%iger Wahrscheinlichkeit abgelenkt wird. Und wenn das abgelenkt wird, dann ist es immer so, dass das andere Photon durchgelassen wird. Und das ist dann der faszinierende Teil der Quantenverschränkung. So, da, auf diese Art und Weise kann man nämlich dann auch genau die Polarisation eines Photons messen an der einen Stelle und viele Kilometer entfernt das von dem anderen Photon die Polarisation messen. Und dann hat man Ergebnisse, die genau korreliert sind. Und auf diese Art und Weise kann man zum Beispiel zum Thema Kryptographie Key Exchange betreiben. Weil die Photonen kann natürlich niemand mitlesen, weil wenn man das Photon mitliest, dann kann man es nicht, ja, dann ist es weg. Geht's egal. Wenn man neues schickt, ist die Korrelation kaputt. Hm? Und wenn man neues schickt, dann ist die Korrelation kaputt. Ja genau, wenn man neues schickt, dann ist die Korrelation kaputt. Frage. Nee. Die ja, Antwort. Die, ja. Sagen wir mal so, wenn jetzt ein Photon 50 Grad, ein Photon 90 Grad und eins 0 Grad polarisiert ist sozusagen. Genau. Und das eine wird durchgelassen und das andere nicht. Und die befinden sich an verschiedenen Orten. Genau. Werden die dann wirklich gleichzeitig sozusagen durchgelassen oder nicht durchgelassen? Das ist dann die interessante Frage, die man sich stellen könnte. Weil du hast eben gesagt, es gibt nichts, was mit mehr als Lichtgeschwindigkeit. Genau, dazu komme ich jetzt. Und zwar macht man diese Experimente natürlich gerne, wenn man die viele Kilometer voneinander entfernt hat, und zwar möglichst gleichzeitig, um genau herauszufinden, ja, wie verhält sich das Licht. Und wie du schon sagtest, das kann nicht schneller als Licht sein. Das heißt, die Information, wie das eine polarisiert wurde, wie das gemessen wurde, das kann dann ja nicht schneller als Licht zu dem anderen Photon rüberwandern, theoretisch. Also muss man sich irgendwas anderes überlegen. Und ja, die eine Idee ist eben, dass es sogenannte verborgene Variablen gibt in Photonen, die man halt nicht einfach so messen kann, die aber da sind und die quasi vorherbestimmen, wie das Photon polarisiert ist. Und da die Variablen von Anfang an festgelegt sind bei den verschränkten Photonen, würde das dazu führen, dass man natürlich auch bei sehr großen Abständen immer noch diese Korrelation hat. Ja, dazu gab es irgendwie in den 30er Jahren ein Paper von einem Herrn Einstein zu diesem Thema. mit einem Herrn Podolsky und einem Herrn Rosen zusammen. Und da drin schrieben die genau dieses Problem, was passiert, wenn die so weit voneinander entfernt sind und wieso wird diese Information so schnell übertragen. Und das gefiel dem Herrn Einstein überhaupt nicht. Weil er ja vorher behauptet hat, dass nichts schneller sein kann als Licht. Und da kam dann eben auch die Idee mit diesen verborgenen Variablen her. Gut, wie das halt so ist bei physikalischen Theorien, wenn man verborgene Variablen hat, dann sieht man ja im Namen, man sieht sie nicht. Und was man nicht sieht, das kann schon mal nicht real sein. Weil wie soll etwas existieren, wenn man es nicht messen kann? Wieso sollte das dann eine Auswirkung auf uns haben? Das heißt, wenn es eine Auswirkung auf uns hat, diese verborgenen Variablen, dann muss es irgendwie möglich sein, ein Experiment zu machen, das doch irgendwie noch da dran kommt, dass sie existieren könnten. Also haben einige Leute darüber nachgedacht und da gibt es die sogenannte Welsche Ungleichung. Das ist eigentlich nur einfache Statistik. Und jetzt bewegen wir uns mal von der Quantenmechanik ein wenig weg und nehmen das anschaulichste Beispiel. Und zwar guckt man sich diese Parameter an, die da stehen. Es gibt Personen, die wohnen in einer Mietwohnung und welche, die nicht in einer Mietwohnung wohnen. Und es gibt Personen, die haben einen Laptop und es gibt welche, die haben keinen Laptop. Und es gibt Personen, die haben einen Wasserkocher und es gibt welche, die haben keinen Wasserkocher. Ich bezweifle das. Aber gut, ja. Genau, und wenn man jetzt, ja, jetzt macht man eine Statistik, wo man herausfinden will, was kommt wie oft vor. Aber man hat die Einschränkung, man kann maximal 2 Fragen auf einmal stellen und nicht alle 3.
Das heißt, entweder kann man die Leute fragen, ob sie in einer Mietwohnung wohnen und einen Laptop haben, oder man kann sie fragen, ob sie in einer Mietwohnung wohnen und einen Wasserkocher haben, und oder man kann sie fragen, ob sie einen Laptop und einen Wasserkocher haben, beziehungsweise nicht. Also für jede Variante gibt es dann genau 4 Antwortmöglichkeiten, nämlich zum Beispiel, dass man in einer Mietwohnung wohnt und keinen Laptop hat, oder dass man in einer Mietwohnung wohnt und einen Laptop hat, beziehungsweise die beiden Fälle nochmal mit einer Mietwohnung. Das ist ja, denke ich, relativ simpel erstmal. Und eben diese Einschränkung, dass man halt maximal 2 Fragen stellen kann. Und wenn man das hat, dann will man ja eigentlich auch hinterher, wenn man diese Statistik hat, herausfinden, ist diese Statistik überhaupt vernünftig erstellt worden. Und eine Möglichkeit ist eben, also die Ergebnisse, hier gibt es einmal die Tabelle M steht für Mietwohnung bzw. keine Mietwohnung und B steht für Wasserkocher bzw. kein Wasserkocher. Und wir bekommen dann jeweils für alle 3 Fragestellungen eine solche Tabelle, also insgesamt 3 solche Tabellen. Und eben hier sind dann die Häufigkeiten, die relativen Häufigkeiten drin. Und wenn man die Stichprobe groß genug macht und dann herausfinden möchte, wie viele Leute wohnen in einer Mietwohnung, dann muss man eben die beiden Werte aus dieser Spaltzeile addieren. Beziehungsweise, wer nicht in einer Mietwohnung wohnt, hier. Und wenn man das hier für diesen Fall macht und das Ganze vergleicht zu dem Fall, dass man das Mietwohnung und Laptop miteinander korreliert, dann muss für beides die gleiche relative Häufigkeit für Mietwohnungsbesitzer rauskommen, sonst ist in der Statistik irgendwo ein Bias drin und das war offensichtlich fehlerhaft. Ja, genau. Gut, wenn man das dann gemacht hat und alles ist valide, dann kann man sagen, das reicht einem, oder man kann sagen, das reicht einem nicht an Tests. Wenn einem das nicht reicht, dann gibt es noch eine andere wunderschöne Ungleichung, das ist die sogenannte Bellsche Ungleichung, bei der man verschiedene Werte, also immer die Diagonalelemente dieser Tabelle für alle 3 Tabellen nimmt, aufaddiert und das Ergebnis muss kleiner gleich 2 sein. Also dass es kleiner gleich 3 sein muss, ist offensichtlich, weil 3 ist ja, wenn man 3 Tabellen hat, die sich jeweils zu 100% summieren, definitiv der maximal mögliche Wert. Und der erste Plausibilitätstest, den ich jetzt noch nicht erwähnt hatte, war natürlich, dass man diese ganzen Werte addiert und 100% rauskommt. Aber das ist, glaube ich, so simpel, als dass man es erwähnen muss. Gut, hier werden jetzt aber nur die Diagonalelemente aufsummiert jeweils. Und das muss kleiner gleich 2 sein. Da könnt ihr jetzt einmal ein bisschen drüber nachdenken, ob ihr diese Formel nachvollziehen. Wer hätte jetzt schon alle fertig jetzt verstanden? Nope. Also wenn man sich zum Beispiel das erste Element anguckt, dann ist das ja im Prinzip das gleiche, wie wenn man alle die Anzahl der relative Anteil der Leute, die in einer Mietwohnung wohnen und die keinen Wasserkocher haben, ist das gleiche wie alle Leute, die in einer Mietwohnung wohnen, keinen Wasserkocher haben und einen Laptop haben, plus alle Leute, die in einer Mietwohnung wohnen, keinen Wasserkocher haben und keinen Laptop haben. Ja. Das heißt, dieses und dies, was man hier sieht, ist da, das hier ist da bereits enthalten. Zum Teil. Und das gleiche gilt auch für diese Werte. Solche Gleichungen kann man eben für alle diese Werte aufstellen. Und dann stellt man fest, dass sich viele dieser Werte verdoppeln. Und
man eben nicht auf was anderes als, ja, man kommt halt nicht über 2 bei dieser statistischen Auswertung, weil sonst hätte man hier plötzlich Widersprüche. Also man könnte natürlich versuchen, diese Werte so hinzumogeln, dass das doch über 2 kommt, aber dann kriegt man hier eben solche Widersprüche, dass diese Werte plötzlich keinen Sinn mehr machen. Und bereits der vorherige Schritt eben scheitert. Gut. Also das ist die sogenannte Bellsche Ungleichung und mit der möchte man dann testen, sind verborgene Variablen in Photonen plausibel. Und auf Photonen angewandt, kann man sagen, man hat ja jetzt hier Mietwohnung, was sagt auf meinem Laptop, das wird dann einfach zu der X-Achse, der Y-Achse und der Z-Achse und ob man jetzt das hat oder eben nicht, das ist dann eben die Richtung mit Polarisation. Und dann kann man das Ganze als Photonenexperiment machen. Und das ist auch der Grund, weshalb das immer auf 2 eingeschränkt ist, weil man halt bei verschenkten Photonen immer auch nur 2 Photonen zur Wahl. Und dann kann man eben bei dem einen Photon die X-Achse messen, die Polarisation in der X-Achse, und bei dem anderen Photon die Polarisation in der Y-Achse. Und die der Z-Achse bleibt eben unbekannt. Die kann halt beides sein, das weiß man nicht, das kann man nicht messen. Ja, wie messe ich denn die Polarisation in Z-Richtung, weil ein Photon das in Z-Richtung fliegt? Also ich macht auch immer nur Sinn in der Ebene senkrecht zur Bewegungsrichtung, oder? Im Prinzip schon, aber die Bewegungsrichtung ist ja auch nicht immer exakt. Okay, das heißt, ich habe ein Koordinatensystem, in dem ich meine Polarisation definiere und das Photon fliegt irgendwie schräg durch. Ja, man kann die Richtung des Photons da auch ändern. Also das E-Feld ist ja ein dreidimensionaler Vektor und die Polarisation ist eben genau dieser dreidimensionale Vektor. Und klar, es bewegt sich, man kann das Koordinatensystem so legen, dass es sich genau in Z-Richtung bewegt, aber das ist ja nicht der allgemeingültige Fall. Genau, also ich kann sozusagen, also ich messe sozusagen manchmal Polarisationen in Ebenen, die nicht senkrecht sind zur Ausfallrichtung, sondern irgendwie. Genau, wenn das nicht, okay. Ja, das kann man eben machen. Unser experimentaler Aufbau würde ungefähr so aussehen, man hat eine Photonenquelle, wo die verschränkten Photonen herkommen, das eine wird zu Alice geschickt, das andere zu Bob. Das sind dann solche Strahlteiler, wo das entweder zu dem einen Detektor geschickt wird oder zu dem anderen, beziehungsweise hier und da. Und wenn man das Ganze dann so macht, dann stellt man eben für alle 3 Raumrichtungen nach. Und alle, also der Trick ist eben, dass man hier eine andere Raumrichtung ist als an dieser Stelle und das eben alles durchtauscht. Und dann gibt es ganz bestimmte Parameter mit ganz bestimmten Polarisationen, bei denen diese Ungleichung nicht funktioniert. Und auf diese Weise hat man dann experimentell widerlegt, dass es eben verborgene Variablen gibt, weil offensichtlich kann man das nicht durch solche Tabellen darstellen, wie Photonen polarisiert sind, weil diese Ungleichung verletzt wird durch Experimente. Und wenn es keine verborgenen Variablen gibt, dann hat man ein großes Problem, weil wie wird dann diese Information übertragen? Und das ist halt völlig unklar. Und das könnte jetzt als Widerspruch zur Relativitätstheorie interpretiert werden. Der Punkt ist aber, man kann auf diese Weise keine Information übertragen, weshalb dieser Widerspruch auflösbar ist. Weil man kann nur dann eine Information übertragen, wenn man das beeinflussen kann, was bei dem anderen ankommt. Aber das kann man ja nicht. Und deswegen ist das Messergebnis kein Widerspruch zur Relativitätstheorie, obwohl es mit Überlichtgeschwindigkeit irgendwelche Pseudo-Informationen zu übertragen scheint. Aber man könnte es tatsächlich zum E-Austausch benutzen, theoretisch. Genau. Echten korrigierten, sicheren Zufall. Genau. Gibt es auch, ist ganz schön toll. Ja, aber es ist 100% abhörsicher und korrigiert. Das mit den 100% abhörsicher ist halt so eine Frage, weil Photonen können ja auch einfach mal irgendwo in der Glasfaser verloren gehen. Und dann wird das mit der Statistik ganz schön schwierig, weil es gehen immer welche verloren, ein gewisser Prozentsatz.
Und wenn das Abhören dann innerhalb dieser Stelle passiert, die man nicht von statistischen Problemen, also von dem Verlust unterscheiden kann, dann ist das mit dem Abhörsicherung. Mist, dann will man die Realität für was Nützliches nutzen oder kommt die dann wieder in den. Also, es wird dafür geforscht natürlich. Also, ist es auf jeden Fall angreifbar. Es wurde auch, meine ich, schon erfolgreich jetzt angegriffen, oder? Die meisten Angriffe sind aber eher auf technischer Ebene. Also nicht auf physikalischer, auf technischer Ebene. Okay. Du hast ja immer eine statistische Sicherheit, ne? Also du musst ja irgendwie dann einen Teil von deinen Bits prüfen, um zu gucken, ob jemand die Korrelation kaputt gemacht hat. Diese Aussage, es gibt theoretische Angriffe, ist sowieso praktisch nicht sehr fragwürdig. Ja. Nicht so ganz verstanden habe, dran gemacht. Ich nehme einfach meine Glasfaser, schneide die durch und tue da so einen Krypto-Empfänger dran. Auf der Seite tue ich einen Krypto-Sender dran. So ganz dumm, Mende, ohne das jetzt irgendwie geheim abzuhören oder so. Und ich pflanze mir aber voll in die Glasfaser rein. Aber wie möchtest du? Ich gebe einfach der einen Seite den einen Key, der dann mit mir einen aushandelt, ganz kryptografisch sicher. Und der anderen Seite gebe ich einen anderen Key, der auch mit mir ganz kryptografisch sicher aushandelt. Genau, dann musst du aber beide Kanäle unter Kontrolle haben und verhindern, dass die noch irgendwie anders miteinander reden und feststellen, dass das nicht das Gleiche ist. Also, man hat ja in diesem Fall den Quantenkanal. Ich habe noch zwei Internets und dann kann ich sicher kommunizieren, weil ihr musst es in beiden Internets nachholen. Besser wird es mit over 9000 Internets. Ja. Also, man hat einmal die vollen Glasfasern und man hat die normalen Router. Ja, du machst das ja eigentlich, um ein One-Time-Pad auszutauschen, wenn du schon einen authentifizierten Kanal hast, auf dem du nachher die Prüfung machen kannst, ob jemand mitgehört hat. Den brauchst du so oder so, damit das Verfahren funktioniert. Davon gehen wir von vornherein aus. Ja, du hast einen zweiten Kanal, wo du deine klassische die Information musst du ja auch noch übertragen, ist ja klar. Aber der zweite Kanal ist ja relativ für den Hintern, was Sicherheit angeht. Also ein normales Kupferkabel kann die NSA ja abhören und alles mit machen, was sie will. Genau, also sie gehen davon aus, dass du einen zweiten Kanal hast, der wo du weißt, mit wem du sprichst. Das muss aber nicht abhörlich sein. Das heißt, du kannst da anrufen und ich stelle dir irgendwelche Fragen, sicherstellen, dass du bist und du sprichst mit deiner Stimme und so weiter. Und dann lese ich dir ein paar Bits vor und wenn du die gleichen Bits hast, dann weiß ich, dass niemand Man in the Middle gemacht hat, denn das hätte die Korrelation zwischen den verschränkten Photonen zerstört. Ja. Und der Kanal, der muss da sein, der muss authentifiziert sein, aber der muss nicht verschlüsselt sein. Und hinterher habe ich den Schlüssel ausgetauscht und den man auch verschlüsseln kann. Den Kanal brauche ich vorher schon und muss vorher auch schon Dann bei der Korrelation ist eben genau der Punkt für Quantenkryptographie relevant, dass man, wenn man eben 45 Grad polarisiert fürs Licht draufschickt, dass die dann immer noch hinterher orthogonal sind. Können wir sowas für echten Zufall nutzen? Ja, natürlich kann man Quantenphysik für echten Zufall nutzen. Kannst ja Apfel kaufen. Die ist gar nicht so teuer, glaube ich. Nee, echt, 2000 Euro schon. Ja, das wird auch ich sage, dass du das ganz schlechten. Aber dieses Experiment zeigt halt, dieses Experiment zeigt halt, dass es wirklich echter Zufall ist und wir nicht nur einfach die Parameter nicht kennen. Wenn man sagt, es gibt verborgene Variablen, dann kennen wir nur einfach die Parameter nicht, die dafür zuständig sind, wie der Zufall sich auswirkt. Aber mit diesem Experiment kann man halt zeigen, dass es doch echter Zufall ist. Wir sind in einer nicht deterministischen Welt. Bleiben wir nur in dem Brandspeicher messen, wo es hingeht. Aber wie genau ist das mit den verborgenen Variablen? Also, wir haben vorher davon ausgegangen, wenn man jetzt drei verschiedene.